Der Beacon. Sagenumwogen, mächtig, mystisch und geheimnisvoll. Doch wie funktioniert dieser Mist überhaupt? Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial. Und heute geht es um Beacons. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, jeder weiß, dass sie viel Geld kosten. Aber wofür sind sie eigentlich da? Und was zur Hölle macht man damit, außer dass sie schön leuchten? Und das Ganze möchte ich euch heute erklären und habe mir hier schon ein bisschen was vorbereitet dafür. Die meisten von euch wissen, dass es eine kleine Pyramide oder hier so ein 9er-Block benötigt oder bedarf, um ein Beacon zum Leuchten zu bringen. Ja, wenn ich jetzt ein Beacon nehme und setze ihn einfach auf die Wiese, dann steht er da und hat die gleiche Leuchtkraft wie Glowstone, aber sonst passiert da nicht viel. Und wenn ich ihn jetzt hier auf die Pyramide packe, oder auf dieses 3x3 Gatter, ist übrigens egal aus welchem Edelmaterial, aber es muss eines der Edelmaterialien sein. Also letztlich Gold, Eisen, Diamant oder Emerald geht zum Beispiel auch. Dann könnt ihr den Beacon draufsetzen und kurz drauf passiert der heilige Strahl kommt. Aber was ist das überhaupt? Wofür ist das? Was braucht man dafür? Warum gibt es hier 4 Pyramiden? Und das ist ganz einfach. Ihr habt die Möglichkeit, Beacons auch wirklich sinnvoll zu nutzen, indem ihr die Beacons besondere Effekte auslösen lasst. Und diese Effekte unterscheiden sich sehr massiv, je nachdem, ob ihr 1, 2, 3 oder 4 Etagen an der Pyramide habt. Also, wir haben jetzt hier ein Beacon draufgesetzt und wenn wir jetzt mit dem Rechtsklick in den Beacon reinklicken, sehen wir hier ein Menü. Und hier sehen wir schon, die kleinste Form der Pyramide, also eine Ebene plus Beacon, gibt uns die Möglichkeit, Speed oder Haste zu aktivieren. Also Geschwindigkeit oder schnelleren Abbau. Geschwindigkeit beim Laufen, schnelleren Abbau beim Abbauen, logischerweise. Das heißt, wir entscheiden uns für eins von beiden. Wir sagen jetzt in diesem Fall mal Haste. Dann legen wir hier unten einen Diamanten oder eins von diesen Items rein, sagen okay. Und jetzt gucken wir mal mit E. Jetzt sind gerade noch mehrere Sachen aktiv. Das ändert sich gleich. Das dauert einen Moment, bis der Beacon in seiner richtigen Einstellung ist. Und wenn wir jetzt einen kleinen Moment warten, dann sehen wir, wie gleich Speed und Jump Boost verschwinden und nur noch Haste aktiviert bleibt. Nicht wundern, dass hier Night Vision und Stärke bei mir mit diesen Sternen ist. Das liegt daran, dass ich die Perks aktiviert habe für Nachtsicht und für Stärke. Also die einfach ignorieren. Entscheidend ist hier oben der Haste. Der läuft jetzt runter, die Uhr läuft aber nie komplett ab, sondern startet immer wieder neu. Und deswegen habt ihr jetzt dauerhaft Haste, also schnellen Abbau in der Umgebung dieses Beacons. Aber Achtung, dadurch, dass die Plattform nur 3x3 ist, geht dieser Effekt auch nur 10 Blöcke weit. Das heißt, bis zu diesem Eisenblock. Einmal im Kreis um diesen Beacon herum, 10 Blöcke weit, gilt dieser Haste-Effekt. Kann euch zum Beispiel auch helfen, wenn ihr irgendwo Erde abbaut, geht ein bisschen schneller, oder wenn ihr irgendwas anderes abbauen wollt und ihr wollt euer Haus niederreißen, setzt euch einen Beacon so hin, macht den Haste-Effekt an, habt ihr Dauer-Haste, ohne dass irgendjemand einen Booster dafür aktivieren muss. So, jetzt setzen wir hier unseren Beacon und gucken mal hinein. Und dann können wir hier schon Jump Boost und Stärke, also Abwehr, Resistance auch aktivieren. Und wir können jetzt mal hier beispielsweise Jump Boost aktivieren. Schmeißen hier wieder ein Edelstück rein. Drücken wieder den Haken und gucken wieder mal in E. Jetzt sehen wir hier auch wieder Jump Boost, Speed und Haste. Und Jump Boost ist jetzt aktiviert und ihr seht hier immer 8, 7, 6, 5 und wieder 8. Plupp. Und so läuft das die ganze Zeit hin und her und der Jump Boost bleibt aktiviert. Das ist eben die Fähigkeit der Stufe 2. Ihr könnt eben Speed und Haste auswählen. Ihr könnt aber zusätzlich Resistance und Jump auswählen. Und ein Vorteil der zweistöckigen Pyramide. Hier gilt der Effekt schon für 20 Blöcke um den Beacon herum. Also hier haben wir schon einen deutlich größeren Radius. Und vielleicht, wenn ihr Farmbetreiber seid oder sowas, dann könnt ihr so einen Beacon auf eine Zweierpyramide setzen, könnt Stärke aktivieren und, nee, Stärke ist es noch nicht, was hatten wir? Könnt Jump Boost oder Resistance aktivieren. Stärke, da kommen wir gleich erst zu. Da haben wir jetzt 3 Stockwerke und ihr ahnt es schon, hier geht wieder mehr. Hier haben wir nämlich Stärke und das ist sehr cool, wenn ihr eine Community Farm habt. Setzt einfach so ein Stärke Beacon und dann ist dauerhaft auf eure Community Farm Stärke an und die Leute haben eben mehr oder schneller oder besser die Möglichkeit, einfach mal die Creeper zu metzeln oder irgendwas in der Richtung. Und das Ganze aktivieren wir natürlich hier wieder über so einen Diamant. Sagen, wir wollen die Stärke haben und drücken den Haken und schon sind wir in der Stärke drin. Wir schauen uns das gleich an, wenn es abgelaufen ist oder wenn es sich eingefehlt hat. Und hier
geht es schon 30 Blöcke. Hier geht es schon 30 Blöcke um den Beacon herum. Das ist schon richtig viel. Einmal im Kreis 30 Blöcke bei diesem Effekt. Richtig, richtig stark. Aber damit sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wenn wir diesen jetzt wieder abreißen und setzen uns den hier hin und konfigurieren uns den hier, hier können wir zum Beispiel den Secondary Power Effekt auch noch nutzen. Das heißt, wenn eine volle Pyramide mit 4 Etagen plus Beacon oben drauf ist, können wir sagen, wir möchten zum Beispiel Stärke haben und Regeneration. Ja? So. Tada! Dann haben wir nämlich eine Primary, eine Secondary Power, hauen hier das Ding rein, sagen speichern und hier der Effekt gilt nochmal weiter. Hier sind wir nämlich schon bei dieser Grenze. Und das ist ein wirklich weiter Radius. Selbst wenn ihr eine große Community-Farm habt, wenn ihr diesen Beacon mitten reinsetzt und dann den Radius berücksichtigt, dann habt ihr auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Ding gemacht. Ja, dann läuft's. Ach ja, eins noch ganz wichtig vergessen. Bei der Basispyramide da hinten sind die Effekte auch weniger stark. Hier hat man zum Beispiel nur Schnelligkeit 1 aktiviert. Hier hat man, wenn man Schnelligkeit aktiviert, Schnelligkeit 2. Also auch für die einfachen Effekte, die man da unten schon bekommt, kann es sich lohnen, das hier zu machen, damit ihr eben den entsprechend stärkeren Effekt bekommt. Das gilt auch für Haze, das gilt für alles. Also alles, was ihr hier drauf aktiviert, hat immer Stufe 2, während hier auf den kleineren Pyramiden immer nur Stufe 1 ist. So, das ist eigentlich das ganze Geheimnis um die Beacons. Wenn ihr das wisst, dann wisst ihr jetzt auch, wie ihr Beacons vernünftig einsetzen könnt. Und ich bin mal gespannt, wie viel mehr Pyramiden ich in Zukunft auf irgendwelchen Grundstücken sehe oder unter irgendwelchen Beacons versteckt. Und wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr solche Tutorials haben wollt, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie funktioniert eigentlich was, wie funktioniert eine Spielmechanik, was ist mit welchem Item, wofür ist es gut, dann einfach, ja, mal eben ein Kommentar da lassen, Däumchen blau machen, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann war es das auch schon. So viel noch zum Abschluss. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, euer Rouge.